Willkommen zu Part 37 von Let's Play Splatoon Online. Wir schauen uns wie immer zuerst die Nachrichten an. Und werden mal sehen, ob es vielleicht mal wieder ein Update gab oder irgendwas. Ich bin ja mal gespannt. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Neue Waffen. Oh nein. Der Klecksblattling. Oh Gott. Mit dem bin ich ja schon, die Standardwaffe bin ich ja schon nicht zurechtgekommen, aber das hört sich gar nicht gut an. Und die aktuellen Arenen, auf denen wir gleich spielen werden, die Dekabahn-Station und der Punkasius Skatepark. Und bei den Rangkämpfen, Heilbutthafen und Camp Schützenfisch, sehr gut. Okay, dann werden wir auch mal schauen, welche Waffe wir nutzen in diesem Part. Das weiß ich nämlich auch immer vorher nicht. Ja, schauen wir doch eben mal hier rein. Zu Artie dem Guten. Was haben wir denn? Nein, der kommt gleich als erstes. Nö, nee, da habe ich keine Lust drauf. Tut mir echt leid, aber nee. Okay. Was? Klecksblattding, ja, das ist sehr, sehr schön. Haftbomben ist zwar in Ordnung und Jinzuka auch, aber das Ding an sich gefällt mir leider absolut gar nicht. Deswegen nehme ich auf jeden Fall erstmal den Profi-Kleckser und der sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Von der Feuerkraft her sehr gut, Reichweite noch besser und die Feuerrate geht so. Also das wird auf jeden Fall eine geile Runde mit dem Teil werden. Sekundärwaffe Klecksbombe. Ja, auf jeden Fall kann man damit was anfangen. Werden wir doch mal schauen. Auch wenn wir jetzt kein Geld mehr haben, das müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder reinholen, damit wir uns die nächste Waffe leisten können. Aber ich denke mal, so viel werden wir gerade noch zusammenbekommen, ja. Hoffe ich zumindest. Und vergesst nicht, in 2 Tagen kommt Super Mario Maker raus. Da müsst ihr unbedingt reinschauen. Denn das wird mit eins der geilsten Spiele des Jahres, würde ich zumindest sagen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Gespannt bin ich auch auf den Ausgang dieses Kampfes, denn nun ja, die ganzen Mitspieler hier, die sind echt sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Erstmal ein bisschen die Waffe testen. Das schaut gar nicht so schlecht aus und Reichweite ist die echt richtig geil. Damit kann man auf jeden Fall was reißen, aber ich denke nicht, dass wir so gut abstauben werden hier. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich gehe mal eben kurz hier hoch. Weil ich eben doch sehr, sehr weit komme mit der Waffe. Wow. Okay, nice. Okay. Ja, läuft doch schon mal für den Anfang, oder? Ich meine ja nur. Nee, so schlecht ist es ja wirklich nicht. Ja, als ob der mich noch getroffen hätte damit. Der hat mich doch gar nicht gesehen. Was ist denn das für ein Beschiss? Ah, gleich der nächste draufgegangen. Mensch, sind wir gut. Das ist so toll. Aber naja, was will man machen? Ja, wie ich schon gesagt habe, Super Mario Maker kommt raus. Da freue ich mich schon ganz besonders auf das Let's Play, denn das wird richtig geil. Wo ist der Typ denn? Schnell weg hier. Das war schon mal relativ gut. Hey, ist er gestorben? Ne. Das war schon mal relativ gut und dann schauen wir mal. Die freuen sich alle hier, dass ich hier so einen Haufen Kram mache. Wow, 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 wow. Ah, wenigstens habe ich den auch noch geholt. Und zwar als letztes. Da ist das dann noch alles schön in unserer Farbe. Und dann sieht doch die Runde schon wieder gar nicht mal so schlecht aus. Oh, die freuen sich hier die ganze Zeit. Mensch, ist das stark. Also das ist unsere Bombe. Tja, das war halt ein mega derbes Opfer. Die mit ihren Pinseln, die kommen eben alle nicht so weit. Da kann der mich nicht so weit, also kann er mich nicht umbringen. Die sind halt nur stark, wenn
gar nicht eigentlich. Das habt ihr also zumindest freilich. Man kann mit allen Sachen gut sein, wenn man die Waffen drauf hat, aber wenn man eben die Sachen nicht drauf hat und dann einfach immer mal spielt mit verschiedenen Waffen, so wie ich, dann ist es doch was anderes. Ach verdammt, ich wollte eigentlich nochmal irgendwie mein Inferno einsetzen, aber das hat nicht mehr ganz geklappt. Aber ich bin doch sehr zufrieden mit der Waffe und auch mit dieser Runde. Schaut auf jeden Fall sehr gut aus, liegt aber auch nicht nur an mir, sondern auch an meinen Teamkameraden. Ja, schauen wir doch mal die Punkte an, 922, das kann auf jeden Fall noch besser werden, aber ansonsten schaut es doch ganz gut aus. Ja. Auf zur nächsten Runde. Und die findet wieder im Punkasio Skatepark statt. Dieses Mal haben wir aber mehr Spieler mit unserem Level, zumindest in der Nähe. Wir sind immer noch der Low-Level-Typ hier, aber es gibt jetzt auch einen Haufen Level 13, 14, 15. Was denke ich? Oh, Bug. Okay. Also, Delay würde ich eher sagen. Du bist tot. Wow. Der scheiß Sniper, der nervt dort. Ja, als ob. Als ob. Oh Gott. Ja, genau. Stell dich ruhig da hoch, du. Ja. Ich sag mal lieber nichts. Ich gehe eben hier hinten rum und werde den mal versuchen zu überraschen. Der hat doch nur darauf gewartet. Ganz ehrlich. Der hat doch wirklich nur darauf gewartet und den hole ich mir jetzt. Ja, auch klar. Mit was bitte? Junior Kleckser. Als hat der wirklich so eine Reichweite? Na gut. Ich stand ja nur wirklich nicht weit von dem weg. Okay, Alter, die holen die immer gleich schon alle wieder. Geht mir auch gerade ein bisschen auf den Sack. Ich will mal hier Rache nehmen, aber nein, es klappt ja nie. Oh, oh, das war Glück. Ja. So viel zur guten ersten Runde, ne? Du gehst drauf. Dass ich wenigstens mal einen umgebracht habe. Und hier hinten, da wartet wahrscheinlich gleich schon wieder. Oh, Junge, ja, erschreck mich nicht so. Wartet gleich schon wieder der nächste wahrscheinlich. Arsch, ich komme gar nicht bis da hoch. Ach, der Sniper wieder, cool. Da fühlt sich ja mal mega geil dort an der Stelle, ja. Ich zeig dem gleich mal, wie ich das geil finde, wo der an der Stelle steht. Was laber ich für eine Scheiße, bitte. Ach komm. Geh mir nicht auf den Sack, ganz ehrlich. Was ist das bitte für eine mega schlechte Runde? Ich versuche die ganze Zeit irgendwas zu reißen, aber es klappt einfach nicht. Ich warte jetzt ehrlich gesagt drauf, dass der hier hochkommt und mich tötet. Ja, genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt, diese Runde, ehrlich. 415 Punkte, ey. Gar nichts geholt. Ich wurde die ganze Zeit nur geholt. Ach, das leckt mich. Könnten es zwar gewonnen haben, aber knapp. Und knapp, nee, nee, nee. Oh, doch. Aber also für mich aus meiner Sicht absolut unverdient. Oh Gott. Ist das unfähig? Naja. Wir machen jetzt am besten mal mit den Rangkämpfen weiter. Da fühle ich mich wohler, ganz ehrlich. Im Camp Schützenfisch soll das also weitergehen. Ich habe jetzt, verdammt, ich habe jetzt gar nicht gesehen, was ist es denn? Turmkommando? Nein, Operation Goldfisch. Oh, geil.
Sehr, sehr nice. Ich habe eine geile Feuerrate, das ist das Starke daran. Ich nehme die nicht. Was? Vor allem, wenn wir schon alle gestorben sind, wieso habe ich den dann eigentlich umgebracht? Na komm, geh mir nicht auf den Sack. Oh, war das knapp. Wow. Das war stark. Ist gut, dass der daneben gezielt hat. Okay, wie gut sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir das Ding hinbringen müssen. Ah, da hoch, cool. Oh, hallo. Ich stehe direkt neben dir. Nein, aber dazu habe ich jetzt wirklich mal beigetragen, richtig, zu diesem Sieg. Ich habe ein paar Leute mal umgebracht, den Typen mal davor gerettet, die Goldfischkanone da zurückerobert. Ah, das ist schon geil. Ah, dieser Rangkampf macht mir echt am meisten Spaß. 3-1, jawohl. Und fast Rang C+. Mal sehen, auf welcher Map es weitergeht. Nochmals das Camp Schützenfisch. Okay, dann zeigen wir mal, was wir können. Hoffe ich, also was wir zu glauben können. Geht das? Was wir glauben zu können, so rum. Okay. Oh, nice. Alter, wie geil. Geh nicht auf den Sack, Junge. Nein, der hat mich runter. Oh, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Oh, verdammt. Ah, ich habe keine Tinte. Reiße dich zusammen, mein Guter. Oh Gott. Kommt mal bitte jemand. Danke. Bäm. So, weg das Ding. Jetzt gehen die natürlich schon alle hier lang. Oh, nice, 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 nice. So, schnell mal vorarbeiten hier. Wo ist das Ding eigentlich? Ich bleib am besten mal hier und versuche einfach mal. Ach so, wir haben sie verloren. Ich versuche die einfach mal hier so ein bisschen im Schach zu halten. Ach scheiße, da kann ich ja nicht hin, verdammt, oh, bin ich blöd. Aber vor allem das Ding, das ist ja bei mir drüben, das ist eigentlich übelst schlecht, dass ich das jetzt so gemacht habe. Ich färbe jetzt mal hier alles orange ein, damit die hier gar nicht erst auf die Idee kommen hinzukommen. Na gut, könnten sie ja einfach umfärben, aber naja. Sicher ist sicher. Oh, wir haben die Kanone gesichert, dann müssen wir auf jeden Fall mal von weg stürmen. Okay, okay, okay. Ich muss hier weg, Ah. Ja, da konnte ich nichts machen. Da konnte ich jetzt absolut nichts machen. Ich wurde von allen Seiten bedrängt. Aber wir sind gut. Wenigstens müssen wir mal wieder arbeiten für unseren Sieg, ja? Macht ja sowieso dann noch Spaß. Oh Gott, wo ist der Typ eigentlich hin mit dem Ding? Ah, da drüben, wow. Das ist natürlich unschön. Wenn der hier lang geht mit dem Teil. Oder wo ist er jetzt? Ah, dort.
oder? Na, ah, okay. Wow, 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 wow. Aber das hat leider nicht geklappt. Die sind leider ganz in unserer Nähe. Das ist jetzt gerade unser Problem. Wer stellt hier denn bitte so ein Teil hin? Wie kann man denn jetzt so blöd sein und da... Oh. Sie haben es so tatsächlich geschafft. Okay, 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 okay. Ist auf jeden Fall stark. Ja, durch das Ding kann man einfach nichts machen, verdammt. Oh, der hat jetzt richtig aufgeräumt. Das ist sehr stark, das ist sehr stark. Komm, hin zu dem. Wow, 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 wow. Ach komm. Aber wo ist denn unserer? Da hinten. Boah, komm. Komm, 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 komm. Hin, 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 hin. Oh, noch 10 Sekunden, verdammt. Yes. Der hat gewonnen. Aber das hätten wir auch jetzt noch auf jeden Fall für uns entschieden, selbst wenn es jetzt eine Verlängerung gegeben hätte. Der hätte sich halt einfach ein bisschen beeilen müssen. Die waren zwar auch relativ nah bei uns dran, aber wir waren jetzt eben doch nochmal ein Stückchen näher, ne? War auf jeden Fall sehr stark. 16-5. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und damit sind wir Rang C+. Ja! Und ein Rangkampf passt auf jeden Fall noch rein. Oh. Hä? Das hatte ich noch nie. Okay, gut. Dann fange ich jetzt einfach nochmal an. Wow, dafür, dass jetzt einer Rang B- ist, musste ich jetzt die Gruppe wechseln. Es hat sich richtig gelohnt. Und wieder Camp Schützenfisch und wieder Operation Goldfisch. Tja. Das ist echt richtig stark. Oh Gott, ich habe keine Tinte mehr. Okay, habe ich geholt. Der Sniper ist auch nicht schlecht dort an der Stelle. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt hier hinspringen kann, schnellstmöglich. Bam, hau ab. Los. Ja, da konnte ich jetzt nichts machen. Da bin ich an einer sehr, sehr ungünstigen Stelle gelandet, leider. Komm, spring zu ihm. Was der Gegner führt, wo ist er denn lang? Ah, dort! Oh, scheiße. Das darf nicht sein. Verdammt, das war mein Gegner, ne? Das war stark. Kommt jetzt hier. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Rage Mode absolut. Wow. Da hat sich mal einer versteckt gehabt. Nein. Das kann doch gar nicht sein. Aber komm, ey, ah ja, als ob da 50 solche Leute stehen von denen. Ganz ehrlich. Und da konnten wir doch jetzt nur wirklich noch nicht so viel ausrichten. Also das Team gerade eben, das war auf jeden Fall deutlich besser. Ja, die holen das jetzt. Die holen das jetzt einfach. Der muss jetzt einfach nur durchrennen, aber er macht's nicht.
Lol. Ich hol mir eben noch ein paar Punkte für. Wo ist denn der Typ? Verdammt! Ja, als ob, Alter. Scheiße. Den muss man auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ja. Nein, warum kommen die denn von da wieder, verdammt? Wo sind meine scheiß Team-Member? Ich stehe hier alleine vor diesem Ding. Das kann doch nicht sein. Und es ist nur noch eine Minute Zeit. Mann, wie unglaublich schlecht. Leck mich! Oh Gott, dieser Dämliche. Mit dem Scheiß-Roller, Alter, die müssen doch nichts mehr machen. Ja, als ob ich den nicht getroffen habe. Als ob ich den einfach nicht getroffen habe. So sieht er nämlich auch aus. Oh Gott, nein. Oh. Nach so guten Runden kommt auch mal eine schlechte Runde. Ich reg mich einfach gar nicht auf. Das Blöde ist jetzt bloß, dass ich wahrscheinlich im Rang wieder absinken werde. Wäre ich doch einfach in der Scheißgruppe gerade eben geblieben. Ich verstehe nicht, warum. Warum muss das denn sein? 10-8. Finde ich trotzdem noch besser als der zweite von den anderen. Ja, fast. Gut, dann sollte es das auch gewesen sein, auch wenn ich eigentlich den Partner nicht beenden möchte. Denn mit so einer Niederlage gebe ich mich normalerweise nicht zufrieden. Naja, was soll's. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und wie gesagt, Super Mario Maker startet am Freitag in 2 Tagen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Also, spätestens bis dahin. Tschüss.